Jonglieren, Balancieren, Akrobatik und noch vieles mehr. Die Jugendgruppe vom Zirkus Kabuwazi will die perfekte Show abliefern. Dafür trainieren die Jugendlichen hart. Joya und Carlotta trainieren heute am Trapez. Luftakrobatik am Trapez, das sieht richtig, richtig krass aus. Und das mache ich heute. Ich muss sagen, ein bisschen Respekt habe ich davor, aber ich glaube, das wird schon alles gut gehen, oder? Kriegen wir schon hin. Was ist denn für euch die größte Herausforderung am Trapez? Ich glaube, obwohl ich keine Höhenangst habe, meistens sogar die Höhe. Mhm. Weil das ziemlich gruselig ist, ab und zu. Okay, und jetzt ich. Dann kannst du die Arme lang lassen. Der Aufstieg klappt schon mal. Carlotta zeigt mir die Basics. Genau, und jetzt könntest du noch so ein bisschen mehr ins Hohlkreuz und dann so. So? Ja. Das? So? Ja. Das hier ist ein Anfängertrick. Die Herausforderung? Tricks zu machen, die, wo man sich nach hinten fallen lässt zum Beispiel, sind oft ziemlich gruselig. Und auch das Vertrauen in sich selbst zu haben, ist manchmal nicht so einfach. Aber wenn man es schafft, ist es dann umso besser. Die Steigerung, das Vogelnest. Gar nicht so einfach. Nochmal, Füße hinter Seil und das Hohlkreuz nicht vergessen. Hinter die Seile machen, sondern dran lassen und dann ist das Wichtige. Ja, genau, perfekt. Sehr gut. Super. Huch, geschafft. Sehr gut. Was fasziniert euch denn so am Trapez? Also wenn man etwas schafft, was man lange nicht geschafft hat, entweder weil man nicht die Kraft dazu hatte oder weil man sich nicht getraut hat, dann ist es einfach ein tolles Gefühl, dass man das endlich kann. Und dann ist man stolz auf sich und das ist eigentlich echt eine gute Sache. Und wenn du dich traust, kannst du dann halt auch loslassen. Ob ich das schaffe? Auf geht's. Am besten, du setzt dich wirklich so seitlich wie möglich, aber trotzdem, dass das Seil an der Seite deines Körpers ist. So. Ja. Und dann mit dem Bein nach da bringen. So. Ja, genau. Und du kannst auch dein Bein erstmal festhalten, damit du sicher bist, dass es nicht da weggeht. Wie festhalten? Naja, hier so runterziehen, damit du sicher bist, dass es dich hält. Checkst du? Okay, und dann? Aber es hält auch eigentlich. Also du kannst es jetzt auch loslassen, wenn du willst. Tada! Etwas kompliziert. Aber mit ein bisschen Übung klappt's. Akrobatik da oben in der Luft, das braucht richtig viel Mut. Aber um das zu beherrschen zu können, heißt es natürlich üben, üben, üben. Und genau das machen wir jetzt im Zirkus Kabuwazi. Bis zum nächsten Mal.